Moin, ich bin Martin und heute klären wir die Frage, ob Necromunda Hired Gun das bessere Doom Eternal ist oder eben auch nicht. Sprechen wir kurz drüber, ist ein First-Person-Shooter, der in der verlassenen, gebrochenen Stadt Necromunda letztendlich stattfindet. Man ist Söldner, also eine Hired Gun, und Focus Home Interactive ist hier natürlich darauf erpicht, dass man versucht, diese Story ein bisschen nachzuvollziehen. Warhammer Stories sind sowieso so tief in der Lore verankert, da muss man erstmal 30 Bücher lesen, um überhaupt damit klarzukommen. Aber das ist nicht das Hauptproblem dieses Spiels. Das Hauptproblem ist tatsächlich das Gunplay. Das heißt, die Gegner, die man encountern, sind A, nicht wirklich vielfältig, würde ich jetzt mal behaupten. Also die 3-4 Gegnervariationen, die mir jetzt über den Weg gelaufen sind, die kommen auch immer wieder und die fühlen sich für mich auch immer gleich an. Und ein ganz, ganz großes Manko, was auch damals bei Assassin's Creed Odyssey der Fall war, es fühlt sich einfach so an, als wären das alles Bullet Sponges. Das heißt, wenn ich mit einem Heavy Bolter, also mit einem richtig, richtig dicken Maschinengewehr, auf Max einprügel, dann fällt der Mac nicht erst nach 3 Minuten um, nein, der steht da 10 Minuten. Und das ist uff. Das hätte man auf jeden Fall besser balancen sollen. Und ich habe auch geguckt, ob ich vielleicht in der Richtung Upgrades für den Heavy Bolter zum Beispiel kaufen kann, damit mir jetzt dieser spezielle Gegnertyp nicht so krasse Sorgen bereitet. Das ist nicht der Fall. Und dann auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel das Lasergewehr, was halt ein Standard-Lasergewehr ist, nicht mal irgendwas Aufgewertetes oder Ähnliches. Und das one-shottet jeden anderen Gegnertyp. Und ich denke mir halt so, ja, cool, ist halt ein Sniper-Gewehr. Soll ja auch gut Damage machen. Aber das Balancing fehlt halt. Und das finde ich schade, weil halt gerade dieser visuelle gotische Stil von Warhammer 40k mir so, so zusagt und ich gerne in diesem Genre unterwegs bin und da echt ein Fan von bin. Und es ist kein ganzer Vollpreistitel. Ne? Es kostet nicht 60, 70 Euro, es kostet halt nur 40 Euro und es ist sogar aktuell im Launch Sale oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, wenn ihr es euch auf Humble oder so kauft, könnt ihr das für, ich glaube, 30 Euro oder so bekommen. Ne? Also da geht's gut runter. Würde ich es trotzdem empfehlen. Ich würde es für Leute empfehlen, die im Warhammer-Universum zu Hause sind. Es ist ein okayes Spiel, aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, es ist ein absolutes Muss, ihr müsst es auf jeden Fall haben. Ne? Von daher, macht da ruhig, ne? Wenn es mal im Sale ist und ihr aktuell da keinen Bock drauf habt, wartet ruhig, gar kein Thema, ihr verpasst da nichts. Storymäßig kann man sowieso nicht folgen, wenn man nicht 37 verschiedene Codex gelesen hat. Ihr wisst Bescheid. Warhammer halt. Gut, aber sonst, wie gesagt, bildgewaltig, auf jeden Fall. Selbst meine 89 Ti macht da noch einen super Job bei. Ich glaube, wenn das dann halt meine neue GPU bald ankommt, dann können wir da auch noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Würde dann vielleicht noch mal im Livestream ein bisschen reinschauen. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne noch mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, ich konnte einen einigermaßen groben Eindruck über das Spiel vermitteln. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Oder wir schauen uns es halt noch mal zusammen im Stream an. Gut, ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein!